Und das tolle Allmix, was sie da haben, ist natürlich auch nur ein Fahrscheindrucker, mehr ist es nicht. Kein so all-in-one integriertes System, wie wir sie bei uns irgendwie rumfahren haben. So, hui. Ach, Kollege, nicht stehen bleiben. Willst du auch abbiegen? Dann fahr auch mal. Genau, dankeschön. Ich würde mich auch noch gerne über grün kommen. Okay, war knapp. Hier. Da sieht's mittelmäßig aus. Ich drängel mich mal rein. Oh, meine Dame. Ich muss da mal durch. Ich habe keinen Menschen angefahren. Nein, habe ich nicht. Die ist mir einfach reingelaufen. Ich meine, ich hatte ja auch noch eigentlich noch grün. Fast noch. Die muss auch gucken, bevor sie losläuft. Ne, das ist... Also, ich bin da nicht schuld dran. Eigentlich bin ich schon schuld dran, aber... Man muss immer so tun, dass man nicht schuld dran. Sonst ist es ja irgendwie... Sonst ist es ja, wie es ist. So. 30er-Zone. Okay. Aber wir rechnen doch in mph, oder? Warum wollen die jetzt nicht mit? Ach so, weil ich umgeschildert... Oh. Hä? I understand the problem. So. Ich glaube, ich habe umgeschildert, indem ich auf Weiter gedrückt habe. Ich sollte nochmal Route 1 schildern. University of Cotterill. Wollen Sie jetzt einsteigen, meine Damen und Herren? Nein, wollen Sie nicht, weil ich Route 2 schilder. Und danach nochmal 1 zu Route 1. Wollen Sie damit fahren? Freunde wollen nicht mitfahren. Gute, fahren wir einfach weiter. Dann ist mir das egal. Vielleicht wollen die an der nächsten Station noch einsteigen. Und die hier nur nicht. Ja, Premium-Fahrgäste. Weißt du, kommst du schon mit so einem Bus in toller Reiseausstattung und dann wollen die trotzdem nicht mitfahren. Undankbares Pack, ey. Also wir halten fest, Weiterschaltung ist hier einfach Matrix in die zweite Route umschildern. Cool. Oder es liegt einfach daran, dass in der Route, die wir hier eingegeben haben, ich habe bei Route 1 und 2 jetzt versucht, dass da einfach gar keine Haltestellen hinterlegt sind und dass die Route einfach nur aus dem Terminus besteht und vielleicht, genau, und ich dann einfach immer eins weiterschalte. Das kann auch sein, dass es gar kein eigenes Skript ist, sondern einfach nur ausnutzt, dass wir nur eine Haltestelle in der Route haben können oder so was, genau. Hey, was hat Ralf Route damit zu tun? Ja, das frage ich mich auch. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Vielleicht will da später jemand mit, ne? Bin ich einfach mal guten Mutes, dass vielleicht da doch jemand mit will. Wenn das nicht so ist, dann ist es halt nicht so. So, ich könnte mal ein bisschen die Heizung anmachen, weil da rechts neben dem Dashboard ist so ganz penetrant dieses Heizungssystem, was irgendwie voll einfach und selbsterklärend aussieht. Deswegen sollte ich das eigentlich auch irgendwie nutzen. So. Erstmal sollte ich mich vielleicht aber drauf konzentrieren, langsam zu fahren. So, da sieht es irgendwie frei aus. What means that I can... Einmal hier in den Kreisverkehr und so, ne? So, schön innen und dann außen, genau. So wie wir das alle kennen. Nur hier halt in anderer Fahrtrichtung. So, da möchte ich einsteigen. Wunderbar, da waren es anders, waren es einfach bloß schleckige Fahrgäste. So. Was wir hier auch auf der Map haben, ist eine Expresslinie. Die fährt, glaube ich, so ziemlich denselben Linienweg, aber eben halt als Expresslinie, hält wahrscheinlich nicht überall. So, und die Fahrgastpfade, das üben wir auch nochmal ein bisschen, lieber Busbauer. Es ist, glaube ich, schon Version 2.4 von dem Bus oder sowas. Also irgendwie... Ja, Pfade sind halt... Ja, der Bus ist halt vom rechten Pfad abgekommen oder... Hat nicht jeden Tag eine gute Tat vollbracht und ist somit kein Pfadfinder mehr. Muss deswegen halt... Weitersuchen, ne? Nach dem richtigen Pfad und sowas. Es befindet sich vielleicht gerade auf dem Holzweg. Auch der Passagier... Oh, das ist aber eng hier. Das hört sich immer nur so an, als ob ich irgendwas gegenfahren würde. Das ist, glaube ich, der Shepper-Sound. Das ist einfach der Sound, wenn, also dieser Klapper-Sound, Klapper-Schepper, der hört sich hier irgendwie an wie Glasklirren. Yay. Ja, das ist doch glasklar. Das bedeutet einfach, dass du nicht fahren kannst. Nee, eigentlich ist es bloß die Unebenheit im Boden. Oh, schau mal, da ist hier Ben & Jerry's Eis, genau. Ben, Ben & Jerry fühlt sich immer benachteiligt. Und deswegen haben wir eingeführt Fair Trade für unsere Cookie-Teig-Eis. Weil Jerry ist immer nur der zweite Name gewesen bei uns in der Firma. Und deswegen haben wir uns entschieden, weil das irgendwie nicht fair ist, dass wir unsere Schokolade ausschließlich nur noch von fair gehandelten Kühen beziehen. War das nicht irgendwie sowas in der Art? Ich erinnere mich ganz dunkel hinten irgendwo im Hinterkopf, dass da mal so eine Werbung war. Herrscht bist du werbungsgeschädigt? Nee, ich erinnere mich nur gerade dran. So. Vorne ist schon der nächste Halt, aber von der Gestaltung her und von den Straßen nichts so, finde ich das halt Hammer. Also generell kannst du mich ja mit Oslo. Generell kannst du mich ja mit eigenen Straßen nichts tun locken. Und
Ich glaube, die Map ist für Eintürer ausgelegt, wie es hier aussieht. Weil mit dem Zweitürer kommst du da irgendwie... Ich habe schon gedacht, ich bin zu weit vom Bordstein weg, aber es war ich zu nah am Bordstein. So. Ja, kommst du mit dem Zweitürer nicht ran? Nö, es ist, denke ich, meine Eintürer-Map. Okay. Interessant. So, Return-Ticket. So. Return. 10. Oh, 10 Pfund. Cool. Also 5 Kilo, Josh. Ja, ist gut. Einmal ist er lustig, beim zweiten Mal. Naja, und das dritte Mal kannst du echt bleiben lassen. So. Also ein ZF Ecomat ist das wahrscheinlich nicht, was hier drin ist. Wahrscheinlich ein Ecolife. Auch so vom Baujahr her dürfte das hinkommen und auch so von den Schaltpunkten her, wenn ich die gerade so irgendwie im Auge habe. Boah, das ist aber gemein hier. Das ist gemein hier. Vor allem für jemanden, der nicht fahren kann wie ich. Zumindest auf der anderen Seite. So, ich bleib mal hier hinter den Autos stehen. Aus Gründen, ne? Weil wegen eng. Ich glaube nicht, dass wir da auf beiden Seiten aneinander vorbeikommen, so gefühlt. Boah, das ist echt immer eng hier. Das ist Millimeterarbeit. So, Spiegelarbeit, was Busfahren eben nun mal ist. So. Ja, reicht dann doch irgendwie. Hätte ich nicht erwartet, weil ich irgendwie den Überhang links nicht ein... Oh, nicht einschätzen kann. Linkskurve, ganz böse. Ja. Heißt, hier müssen wir uns vielleicht irgendwie, ja, vorbeipreschen, wollte ich gerade sagen. Weil wegen eng und weil wegen blöd. So, weil wegen ZF Ecolife am Berg. Wer hat da eine Nachricht bekommen? Also ich war das nicht. Ich glaube, es war der Haltewunsch, oder? Was ist der Haltewunsch in die Spus? Ich glaube, es ist das gleiche Getriebe, mit dem wir auch in Winsenburg den Berg nicht hochgekommen sind. Soll wir jemand aussteigen? Ich bleib mal stehen, ne? Okay, ist keiner. Gut, dann fahre ich mal weiter. Weil das Lenkrad hängt auch ein bisschen... Ach, das ist die Hupe. Okay. Ich wollte das Lenkrad ausblenden, geht aber irgendwie nicht. Ich wollte gerade sagen, das Lenkrad hängt ein bisschen blöd drüber, aber naja, oh, wird auch wieder eng. Fahr du mal vorbei, dann kann ich ein bisschen ausschmecken hier. So. Ja, doch, kommt sehr, sehr nah an ZF Ecolife ran, was wir hier haben. Ja, stand doch, glaube ich, in der Busbeschreibung. Irgendwas von ZF ist da verbaut. Fühlt sich wie ein Ecolife an. So, oh, das ist hier eng. Und nein, ich habe den Bus wieder nicht kaputt gefahren. Das ist nur der Shepper-Sound. Ob ihr mir es glaubt und nicht. So, wie hatten wir denn da am besten? Da hatten. Sag jetzt, du starten ein Auto die Haltestelle zugeparkt. Da hat ein Auto die Haltestelle zugeparkt. So, was machen wir da am blödesten? Will jemand raus? Ich drück mal, um zu gucken. Ach so. Vielleicht bei geschlossener Tür, ne? So, das ist ja ein Stopping. Und wie sehe ich das dann hier vorne? Gar nicht, weil alles im Weg ist. Cool, wahrscheinlich hier. Ja, gut, dann mache ich das auf. Ich muss halt auf das Klingen hören. Okay, ich merke schon. So, machen wir auf und wieder zu. Dann fahren wir mal los hier. Also, ich muss einfach auf das Klingen und dann will jemand aussteigen. Cool, vielleicht laufen die ja dann irgendwie auch zur Tür oder so oder auch nicht. Boah, die wollte ich... Also, die würde ich jetzt erstmal reporten hier. Bei der, im Police Department reporten, genau. Hört sich immer noch ungesund an. Ja, aber ganz ehrlich, die können doch nicht stehen bleiben. Die stehen im absoluten Halteverbot, was ja im Haltestellenbereich gilt. Zumindest bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das... Hier in England ist das, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich kann mir vorstellen, dass dort ebenfalls... absolutes Halteverbot gilt. So, warum haben die eigentlich nicht hier die Bucht genutzt für die Haltestelle? Das verstehe ich nicht. Egal. Hier müssen wir anscheinend direkt auf der Straße halten, weil der Josh wahrscheinlich so blöd ist, in Buchten zu fahren. Ich glaube, das habe ich schon festgestellt. So, guten Tag. Aber die Bank ist cool. So. mit realistischem Abstempelsound. Nicht ganz, aber kommt nah ran, ne? So. Beeil ich mal ein bisschen Bus hier berghoch. Ach so, stimmt, ist ja ZF Ecolife. Der dreht auch nicht höher, wenn ich voll auf dem Gas stehe. Also kann eigentlich nicht das Morphy-Skript sein, weil das würde das tun. Der macht unbeeindruckt von dem, wie stark ich Gas gebe, schaltet er trotzdem an denselben Punkten. Gut. Oh. Ich wüsste aber, dass du Vorfahrt hast. Gut, er weiß es anscheinend irgendwie anders oder besser. Man weiß es nicht so. Ich glaube, es hat nicht Bing gemacht, gell? Es hat nicht Bing gemacht. Dann fahren wir mal weiter hier, ne? Mit denen der Pampa gefühlt. Wobei, das sind Häuser. Ja, gut, da geht es ein bisschen ins Nichts. Aber irgendwie so... Oh, eng. Aber generell so von den Vorgärten her, von der Straße, von den Texturen, der gefällt mir das. Finde ich cool. Damit kannst du den Josh irgendwie begeistern. So, es ist echt...
Boah, da muss ich konzentrieren des Todes. Also ich glaube eh schon, dass das irgendwie eng ist. Auch für deutsche Verhältnisse ist das, ja klar. Also auch für normale Omsi-Verhältnisse ist das eng hier. Ich habe schon gedacht, irgendwie kann ich wirklich nicht fahren oder es ist einfach nur echt eng und es ist anscheinend wirklich eng. So, ich biege trotzdem links ab. Achso, das ist geradeaus, okay. Hab mich gerade gefragt, warum wir links abbiegen müssen und der Pfeil sagt, nee, Josh, du darfst nicht links abbiegen, aber ich mein, als Bus dürft ihr das wahrscheinlich trotzdem. So, da sieht man einen Backdrop, yay. Aber so hier mit der Vegetation, so alles, was in der Nähe ist, ich halte mal so, dass ich vielleicht... Ja, sagte er, fuhr zu schnell, dass der Kollege hier nämlich fast ebenerdig... Okay. Habe ich eh versemmelt, dass der Kollege fast ebenerdig einsteigen kann. So, Return wolltest du haben, gell? Ja. Kriegst du noch 50 zurück. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist das gleiche Soundpack, wo die einen auch irgendwie singt beim Einsteigen oder sowas. Das hatten wir auch schon mal auf den anderen englischen Maps. Ist anscheinend weit verbreitet im englischen Sprachraum, dieses Voice Package. So. Die biegen auch alle ab, das ist super. Ich würde auch mal gerne abbiegen, weil links abbiegen darf ich ja eigentlich unbeschadet. Eigentlich. Fahren wir mal rum hier, hui. Denn wir feiern eine Party. So. Eng, aber läuft irgendwie. Also fährt irgendwie. Also halbwegs, ne? Das ist zwar nicht perfekt, aber irgendwie ist es auch nicht schlecht, dass man rechts sitzt. Also, dass man den Spiegel trotzdem noch im Blick, also diesen Spiegel zur Straßeninnenseite trotzdem noch im Blick hat. Weil ich glaube, oh, so jetzt will jemand aussteigen. Zu spät. Ich bin schon vorbeigefahren. Tut mir leid. Dass man eben diesen Mittelspiegel trotzdem noch im Blick hat, dass ich da irgendwie so ein bisschen halbwegs die Mitte einschätzen kann. Das ist nicht schlecht. So. Hat aber geschaltet hier. Schnauft auf den Berg hoch. Oh. Ja, vielleicht nicht ganz so schnell. Und der Bus sitzt auch so näher. Also dann will ich auch nicht schnell fahren. So. Ich habe so das Gefühl, dass wir da sind. Oh. Und ich habe so das Gefühl, dass die Ampel rot wird. Dass ich hier vielleicht den Kreuzungsbereich hätte freihalten sollen. Ja, immer diese Gefühle hier. Hör auf die Stimme. Und hier werde ich das Gefühl nicht los, dass wenn wir jetzt gleich da sind, dass irgendwie alle am Ende aussteigen wollen. So, haben wir da vorne nicht auch eine Treppe? Wo ist denn die Treppe hier? Treppe. Ah, da ist die Treppe. Wir haben genau eine Treppe im vorderen Busbereich. Cool. Oh, wir dürfen fahren. Heißt, wir dürfen alle hier vorne aussteigen. Cool. Weißt du, hier bei uns in Deutschland werden irgendwie 4 Türe und 5 Türe eingesetzt und die Engländer so, ja, nee, eine Tür reicht, ne, es ist doppelflügelig, das reicht. Jo, dann fahren wir auch vorsichtig immer an den Bordstein ran, dann machen wir mal auf hier. Bleib mal stehen und dann noch den Motor aus und würde ich sagen, dann verabschiede ich mich hier von Cotterill. Wie wir wunderschön gesehen haben, wenn das Schild jetzt ausgeblendet ist, dann sehen wir das noch ein kleines bisschen besser, Hardy Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann in einer anderen Omsi-Folge wieder oder in der gleichen Omsi-Folge. Vielleicht muss ich das gleich wieder machen wie letztes Mal wegen der Aufnahmezeit, ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüssi, und ist der Kotter ausgestiegen, heißt, ich mach mal zu hier. So, bin ich mal alleine hier im Bus. Wie viel Pause hätten wir? Gar keine, wir müssen gleich wieder los. Cool. Also, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.